Römische Piraten unter einem starken Anführer namens Flavius leben auf einer Insel im Norden. Flavius respektiert unsere Stärke, aber ich glaube nicht, dass er Angst vor uns hat. Und solange Remigius noch lebt, habe ich kein Interesse an einem Zwei-Fronten-Krieg. Ich habe deshalb die Insel zwischen Flavius und mir zur Sicherheitszone erklärt. Dort soll niemand siedeln. Ich würde mich sehr wundern, wenn Flavius sich nicht daran hielte, solange es ihm nützt. Der Feigling Remigius hat sich auf eine Insel im Nordwesten zurückgezogen. Die Ägypter unter Ramadamses siedeln östlich und unterstützen ihn. Hinter seiner Künstlermaske scheint Ramadamses ein listiger Fuchs zu sein. Er spielt Römer gegen Römer aus, ohne sich selbst allzu sehr anstrengen zu müssen. Hallo liebe Leute da draußen in der Weite des Internets. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Siedler 3. Es ist die dritte Mission. Es wird wieder um Schifffahrt gehen, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Aber egal, lass uns einfach mal überraschen, wie es aussieht. Ich weiß jetzt scheinbar, wie man mit Schiffen umgeht. Und ihr Vorposten ist sehr knapp mit Rohstoffen und ohne Unterstützung wird es bald Opfer der Ägypter werden. Also auf geht's. Und was muss ich hier machen, um zu gewinnen? Zerschlagen Sie die Siedlung des RE und des RA. RE, RA. W ist okay und P nervt auch niemanden. Also klicke ich gleich auf Weiter und dann schauen wir mal, wie das so wird. Okay, weiter geht's. Wir sind wieder mal die Römer. Das ist diesmal unser Reich. Und das da auch. Richtig toll. Ich hau mal den Turm hier weg. Der stört ja sowieso nur. Man nimmt uns Platz weg. Und dann habe ich mir eine neue, wunderschöne Liste aus dem Internet rausgedruckt. Von einem Kevin the Hero. Und guck mal, was die taugt. Es geht schon wieder um Aufbau bei Siedler 3. Da soll man zuerst wieder mal einen Steinbruch bauen. Danach soll man einen Holzfäller. Da. Und ein Sägewerk. Da. Noch ein Holzfäller. Und mittleres Wohnhaus. Das sollen die hier mal einfach alle gerne tun. Und hier auf dieser Insel, da haben wir auch noch ein bisschen Zeug, aber eigentlich eine total unterdimensionierte Holzindustrie. Damit kriegen wir hier, glaube ich, überhaupt nichts fertig. Die könnte ich ein wenig versuchen auszubauen. Und dann brauchen wir hier mehr Land. Sonst wird hier auch nichts fertig. Ein einziger Steinbruch, das ist auch eine super Voraussetzung. Ich würde mal sagen, mit anderen Worten, diese Insel ist für ein A. Und deshalb reiße ich jetzt einfach alles ab. Bis auf einen einzigen Wachturm. Und versuche den ganzen Mist hier ein bisschen auszubauen. Es gibt hier nur eine einzige Kohlemine. Nee, und eine Goldmine. Also Gold können sie schon mal produzieren. Dann kriegen sie noch ein Lager. Ich glaube, die ganzen Soldaten, die hier sind, die schaffe ich einfach rüber auf die andere Insel. Dazu bräuchten sie aber Eisen. Vielleicht haben sie ja noch irgendwelche Geologen hier. Das wäre... Nö, die gibt es hier auch nicht. Toll. Also es gibt hier auch keine Geologen. Super. Also brauche ich irgendwie ein Schiff und... Nee, erstmal brauche ich Holz. Dann ein mittleres Wohnhaus. Da kriegen sie auch. Dann kann ich mit der Insel mehr anfangen als jetzt gerade. So, Haufen Truppen. 37% ist natürlich ziemlich mies. Und dann schauen wir mal, wie das, wie gut das Ganze wird. Bin echt gespannt. So, wie gesagt, hier haben wir eine Mini-Siedlung.
braucht vor allem Leute. Die wird ja ewig brauchen, um sich aufzubauen. Und hier haben wir endlich reichlich Truppen. Mit welchen, wenn wir sie transportieren könnten, auch ordentlich Stress schieben könnten. Weil, so wie gesagt, auf dieser Insel wird uns hier wohl keiner angreifen. Und dann können wir eigentlich einen ganz guten Schaden bei den Ägyptern auslösen. Dafür brauchen wir aber vor allem erstmal ein bisschen Holz. Und auch noch etwas Land. Juhu, es stehen keine freien Siedler, um das Gebäude zu besetzen. Ich weiß gar nicht, ob unser mittleres Wohnhaus damit fertig wird. Aber wir haben ja schon mal einen Steinbruch fertig, das ist schon mal viel wert. Eigentlich kann ich den Leuten auch nicht verbieten, hier die Werkzeuge zu verwenden. Das wird ja für die anderen sehr, sehr hilfreich sein, aber hier ist ja auch noch reichlich anderes Zeug. Wow, die haben jetzt ein Stück Gold produziert. Das ist unglaublich. Das heißt, ich muss hier auch noch eine komplette Essensindustrie hochziehen. Was mir eigentlich so überhaupt nicht passt. Gibt es denn hier überhaupt irgendwo Fisch? Sieht nicht so aus. Was macht die Siedlung? Okay, die haben ein Haus besetzt. Kann ich einen zweiten Steinbruch hinbauen? Und noch so eine Holzfällerhütte. Okay, Sägewerk wird hier fertig, Holzverlängte wieder auch fertig. So, da sollen sie mal einen Turm fertigstellen. Dann müsste ich mich mal hier dran machen, irgendwie Nahrung zu produzieren. Also wenigstens etwas Kohle und Fisch, weil damit könnte ich wiederum hier Gold produzieren. Dann hätte diese Insel wenigstens irgendeinen Sinn zu existieren. Und ich brauche hier vor allem auch Eisen. Ach, ich brauche hier eigentlich alles. Also das ist ja zum Kotzen hier. Also, dann baut hier schon mal eine Werft. Und hier habe ich einen Fisch gesehen. So. Ich habe euch jetzt ein bisschen hier Zeug gebaut, wie Holz. Damit das auch mal hier irgendwie vorankommt. Zack, Gebäude besetzt. Komische Holzfällerhütte kann man hier irgendwo hinknallen. Ah, hier gibt es auch Fisch. Das ist gut. Kriegt ihr noch eine zweite. So, das war's dann. Okay, Wohnhaus scheint fertig zu sein. Nehmen wir uns mal drei Geologen und schauen etwas nach. Eisen. Währenddessen bauen wir hier unser Wohnhaus fertig. Braucht ja nur noch 7 Stücke Stein. Thank you.
Also gleich brauche ich hier Pioniere, um hier Winzer zu bauen. Weil die Winzer kann ich viel besser hier irgendwo bauen. Ach, die können die schon mal hier planieren. Dann kriege ich hier relativ bald eine Aufwertung hin. Nicht so wie im letzten Spiel, erst Ewigkeiten später. Alles am besten irgendwo hier in der Nähe. Dann haben sie hier nicht so ewig lange Wege. Das Zeug hier direkt verarbeiten. Mal hier kleine Tempel bauen. Für den ganzen Spaß. So, ihr schaut mal nach Rohstoffen. Holz müsste inzwischen langsam hier produziert werden. Ich weiß, du kannst nicht besetzt werden, weil uns hier entsprechend Personal fehlt, aber das löst sich ja gleich. Ah, hier gibt's Gold. Die sollen mal hier unten noch ein bisschen Land einnehmen. Und hier auch. Dann kriegen wir hier mal Produktion hin. Von Zeug. Gold gibt es hier. Super. Brauche ich nicht. Ich brauche hier vor allem Eisen. Und das möglichst bald. Und möglichst viel. Hm, ich habe doch hier irgendwo eine Mühle gebaut. Scheinbar nicht. Doch, eine ist im Bau. Irgendwo. Okay, ein weiterer Holzfäller ist fertig. Das ist gut. Und hier oben habe ich, glaube ich, noch eine Planung gegeben. Beschleunigt schon mal etwas den Bau. Währenddessen kann ich meine glorreiche Insel hier ein bisschen erkunden. Da, sucht Eisen. Und fällt ganz viele Bäume. Ich weiß nicht, was da für ein Zeug ist, aber ich baue da jetzt einfach eine Eisenerzmine. Und so, du dürftest gleich jetzt das Gebäude besetzen, oder? Ja. Dann brauchen wir hier Pioniere. Möglichst viele davon. Und wir nehmen uns da hinten ein bisschen Wald ein. Und dann haben wir eigentlich noch eine Axt, wahrscheinlich nicht. Ein Spion brauchen wir. Oder zwei. Hey, wo seid ihr, Spione? So, den nehmen wir uns jetzt ein bisschen Land Richtung Berg ein. Und damit können wir uns hier dann eine Industrie aufbauen. Weil die Minen, die bauen immer ein paar Stücke von Zeug ab, auch wenn sie kein Essen haben. Und das nutzen wir dann halt, um die Industrie hochzuziehen. Also nehme ich mir noch ein paar Pioniere. Also da mal das Land einnehmen. So, hier bauen sie die blöden Winzer fertig. Die Tempel, die stoppe ich einfach mal, weil das dauert eh ewig, bis hier ein bisschen Wein angebaut ist. So,
das wird dann der Holzfäller hier. Weiß ja nicht, der Steinbruch ist jetzt auch fertig. Wichtig wäre die Eisenmine. So, die sollen uns hier das ganze Land einnehmen. Dann können wir einen zweiten Holzfäller gleich in Auftrag geben und ein Forsthaus, sonst haben wir hier bald keine Bäume. Ach, irgendwo hier hinten. Und hier dann noch ein Holzfäller. Oh, der braucht einen Hammer. Haben wir denn hier wenigstens Werkzeugmacher auf dieser Popelinsel? Ja, wir haben tatsächlich einen Werkzeugmacher. Ah, die ganze Hoffnung ruht in der Eisenmine. Ich glaube, diese Siedlung schafft es nie, irgendwas Produktives zu erreichen. Hm, ich glaube, die braucht auch wieder ein Wohnhaus. Können hier dann langsam unsere Produktion ausbauen. Jetzt noch so ein Teil bauen. Dann haben die Planierer schon mal für Jahrzehnte hier zu tun. Was hier gebaut wird, weiß ich nicht. Fischerhütten werden hier gebaut, okay. Ein Winzer. Die bauen hier Ausbau fürs Holzsystem. Geologen bräuchten wir hier demnächst. Die Gebäude sind fast fertig von den Einlagerungen des Materials. So. Was passiert hier? Winzer werden gebaut. Juhu. Ja, 16 Minuten des Spiels. Und ich bin hier nicht besonders weit gekommen. Die haben ihre Steine schon mal. Hier wird Land eingenommen. Oh, die bekommen jetzt Fisch. Das ist gut. Dann können sie dieses komische Golderz da produzieren. Da bräuchten wir leider noch ein Lager dazu. Gibt's leider nicht. Fischhalten ist fertig, Holzproduktion ist auch fertig. Jetzt werden die Winzer gebaut und hoffentlich ein Wohnhaus demnächst. Ah, nicht Handelsschiff. Komisches Holzschiff. Fähre. Ja, hier können sie ja dann weitere Winzer vorbereiten. So, 1, 2 und noch so ein komisches Ding. Wird bald genug Winzer. Und hoffentlich diese Eisenmine irgendwann fertig. Ach, sollen die mit Priorität bauen. Und danach sollen sie dieses komische Wohnhaus bauen. So. Hier fehlt noch ein bisschen Holz für die Beaufbauten. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Spitzhacken haben, in diesem komischen kleinen Saftland. Ich glaube nämlich nicht. So. Jetzt bauen sie endlich die Mine. Ich muss hier noch einen zweiten Ort für Steine finden.
Das wäre vielleicht fürs Überleben relativ notwendig. Ah, da gibt's Fisch. So, die Siedlung soll ebenfalls Fisch für Eisen verwenden. Dann kriegen wir hier schon mal ein paar Werkzeuge fertig. Die soll von mir aus ihre Zeug Fisch auch für Kohleminen verwenden, weil die haben ja genug davon. Ansonsten dauert das sehr lange, bis hier irgendetwas fertig sein wird. Ein zweiter Bauernhof würde hier auch nicht schaden. Naja, bis die fertig planiert haben, sind die anderen Baustellen, glaube ich, dann mit Waren versorgt. Und so viele Baumeister habe ich auch nicht und die Pioniere haben in der Zwischenzeit die ganze Gegend eingenommen. Es sei denn, es kommt der Gegner und schnitzelt die alle ab. Ein Wohnhaus. Na, kommt auch langsam voran. So, jetzt kriegen die Kohleminen. Die stoppe ich. Kohleminen for the win. Jetzt verteilen sie die Hölzer. 90% planiert. 72% planiert. Ich glaube, ich habe hier 4 Planierer in der ganzen Siedlung. Na, hier wird das erste Eisenstück produziert. Also, Eisen soll nicht in die Waffenschmiede, in die Werkzeugschmiede oder Werft. Die sind nämlich hier am wichtigsten, um von dieser Gammelinsel runterzukommen. Können Sie ja spaßeshalber sich an den kleinen Tempel ranmachen. Lager für das ganze Gold bräuchten die auch noch. Das ist geebnet, es hat alle Baumaterialien. Jetzt bauen sie das zweite Wohnhaus, das ist super. Hier haben wir ein wenig Land entdeckt. Der hat hoffentlich seinen Hammer produziert, der nicht auf Baustellen gehen soll. Warte mal, wo konnte man das einstellen? Da irgendwo. Es gab so Prozentsätze. Hier. Ein Bauarbeiter machen wir mal auf 10% runter. Und besetzen sie hoffentlich die doofe Werft. Ja, die ist jetzt besetzt. Die baut jetzt dieses Schiff endlich. Dann können wir das ja wiederum ändern, weil die Werft braucht eigentlich nur immer ein einziges Stück Eisen. Dass wir jetzt ein bisschen Eisen produziert haben, ist ja ein netter Nebeneffekt. Hier haben sie gleich das Wohnhaus. Können sie schon mal die nächsten Gebäude gleich anfangen zu planieren? Ich glaube, wir brauchen dann eine Farm. Einen Brunnen. So eine Windmühle.
Und eine Bäckerei. Oh ja, das wird noch lange dauern, bis die Sachen fertig sind. Okay, die nächste Weingeschichte ist fertig. Bis die Ernten sind hoffentlich die Tempel auch fertig. Jetzt können wir sogar Geologen ausbilden. Es wird Gold produziert. Mal sehen, wie lange, bis das Lager voll ist. Das erhöht unsere Kampffähigkeit auf 42%. Oder die Mine spontan verbraucht ist. Das kann hier auch passieren. So spannend. 24 Minuten vom Spiel. Ich könnte das ganze Werkzeug exportieren, aber das dauert ja Stunden, bis es soweit ist. Stattdessen baue ich hier einfach noch so einen Bauernhof. Und dann so eine Schweinefarm. Und noch so eine Bäckerei und Mühle-Kombi. Dann haben die hier was zu tun. Und ich bekomme hier dann noch ein wenig Weinzeug und Essen. Also das ist hier, klar, ich weiß, es ist nicht besetzt, aber hier ist das Ding fertig. Das heißt, wir können jetzt haufenweise Truppen rüberfahren. Doch Spione und uns um die Ägypter ein wenig kümmern, bevor die uns zu mächtig werden. Die Ägypter haben nämlich eine große Schwachstelle und die nennt sich Steine. Das heißt, wenn wir sie von den Steinen abschneiden, können sie uns nichts mehr tun. Und die brauchen hier noch ein Lagerhaus. So, sucht nach Rohstoffen. Ihr könnt hier Zeug ebnen, das dauert sowieso ewig, bis es dann irgendwann fertig gebaut ist, weil, so wie gesagt, weil wir so ein kleines Gammelland sind. Also viel Spaß damit. Hier gibt es Eisen. Und ihr sorgt dafür, dass unsere Soldaten ein Level up bekommen, bevor wir anfangen, welche zu produzieren. So sieht's aus. Hey, was machst du? Bis wir hier irgendwas fertig haben, sind die Felder hier planiert und die haben auch teilweise dann genug Baumaterial für die Sachen geliefert. So. Die Fähre soll mal den kürzeren Weg nehmen von hier. Soldaten schicken wir schon mal hier hoch. Dann brauchen wir noch jemanden zum Erkunden. Möglichst dahin. Mhm.
Ich glaube, ich exportiere das ganze Werkzeug trotzdem. Das scheint Sinn zu machen. So. Dann muss ich es nämlich drüben nicht produzieren. Außer jetzt Hämmer oder so ein Zeug. Da ist das Schiff. Gibt's nur Eisen scheinbar. Dafür reichlich. Die kennen hier einen Geologen. Ah, da gibt's mehr Steine. Sehr gut. Werkzeugmacher ist besetzt. Sehr gut. Waffenschmiede. Kaserne. Und mehr Truppen. Na, Kohle gibt's hier auch. Nicht viel bis jetzt, aber es gibt welche. So, da hinten müssten irgendwo die Ägypter sein, nehme ich mal stark an. Die werde ich wahrscheinlich nicht so einfach angreifen können. Auch wenn ich es wollte. Ich muss mir was einfallen lassen. Aber erstmal schaffe ich reichlich Truppen hier rüber. Ich habe auch faktisch keine Bogenschützen, so wie das hier aussieht. Das sind die Steine, über welche ich gesprochen habe. Oh, hier gibt's Kohle. Ein Bauernhof, der bald fertig ist. Da ist die Grenze zu den Ägyptern. Das heißt, wenn ich mit dem Schiff aussteige und da irgendwo angreife, dann müsste ich denen einen guten Schaden antun können. Mache ich es auch mit derselben Strategie, Ablenkungsmanöver plus richtiger Angriff. Okay, Leute aufs Schiff. Die sollen wir weiter gucken. Da, das sollen sie mit Priorität hier bauen, in diesem Kaffland. Haben die schon wieder hier keine Träger, oder? Ein überlastetes Sägewerk, würde ich mal hier sagen. Also, meine Strategie besteht darin, jetzt hier rauszufinden, wo die Militärgebäude sind, dann mit dieser Truppe abzulenken, die hier noch zur Verstärkung zu schicken und mit denen anzugreifen. Die haben keine Sense, die haben keine Axt, die haben auch keine Axt und die haben zu viel Kohle. Also brauchen wir hier gar nichts, weil wir können ja alles exportieren und unser tolles Schiff ist jetzt endlich fertig. Gleich fertig. Außer... Ja, es gibt natürlich kein Eisen dafür. Wie könnte das auch anders sein in diesem tollen Land? Ich könnte hier auch den Werkzeugmacher einfach abreißen. Dann haben sie ihr Eisen. Säcke. Das mache ich. Ich brauche hier doch kein Werkzeugmacher. So eine Verschwendung.
dann sollen sie einfach alles, was sie hier an Werkzeug besitzen, rüberschaffen. Ich brauche es hier sowieso nicht mehr. Unter Umständen bringen wir die Waffenproduktion dahin zum Laufen. Okay, hier gibt es ein Lazarett und da gibt es schon das Werkzeug. Ob ich das wohl erobern kann? Und das ist nur ein kleiner Turm. Also, sammeln wir mehr Truppen und versuchen gleich einen Angriff mit 50%. Okay, und mit euch greifen wir überraschend auf der anderen Seite zur Ablenkung. 30 Minuten sind um. So, und die stellen jetzt tatsächlich das Schiff fertig und im Lager habe ich dann endlich Platz für mein Gold. So, Erzmine muss hier nicht arbeiten. Braucht man nicht. Jetzt können sie natürlich den Bauernhof nicht besetzen. Aber ich kann dieses Gebäude halt hier nochmal errichten. Ist doch kein Problem. Und schon kommen die ersten Äxte unterwegs. So, was gibt's denn hier sonst noch Schönes zu sehen? Platz für Kohleminen. Sollen die sonst hier auch noch so einen Kram hinbauen? Mein Spion wird angegriffen. Hier gibt es eine kleine ägyptische Armee. Und einen gut besetzten ägyptischen Wachturm. Nein! Das Werkzeug ist leider gut geschützt. Ob mein Plan aufgehen wird, das kann ich euch nicht sagen. Dafür bauen sie hier den ganzen Kram langsam fertig. Und wir müssten bald erste Beförderung hinter uns haben. Okay, wir wurden hier angegriffen, aber wir können theoretisch hier angreifen gleich. So, weiter oben müsste der noch Gebäude haben. Erste Lieferung ist gekommen. Jetzt verbessert sich unsere Produktivität hier auf der Insel. Jetzt kommt das ganze restliche Werkzeug. Ja, die Mine fördert nichts mehr. Das habe ich mir schon im Vorhinein gedacht. Deswegen lohnt es sich sowieso hier nicht, besonders große Industrie aufzubauen, weil die ist hier zum Scheitern verurteilt auf dieser tollen Insel. Ich könnte hier eine Küllerei bauen, um den Betrieb weiter zu gewährleisten. Ansonsten ist diese Insel wirklich Schrott. So, hier noch eine zweite Kohlemine. Nächste Lieferung an Waren kommt gleich. Unglaublich, wie lange das dauert, bis hier irgendwas fertig ist. So. Da wären wir. Lassen wir mal raus. Schiff zurück. Die bauen, glaube ich, hier einen Turm fertig. Oder fangen damit wenigstens an. Das wäre die ideale Ablenkung. Schauen wir mal, wie weit die kommen. Ihr sucht mal Kohle, weil das fehlt uns hier auf dieser Insel. Ich glaube, die werden nicht fertig, aber die kommen schon mal ein Stück voran. Den dürfen wir nicht aus den Augen lassen.
Hier ist fast fertig planiert. Da auch. Es gibt Kohle hier. Sehr schön. Wenigstens ein bisschen davon. Und 75%, gleich zweite Aufwertung für Bogenschützen. Ein paar verirrte Soldaten gibt es hier noch. Vielleicht stelle ich damit eine dritte kleine Truppe zum Angreifen der Ägypter zusammen. Und die Schiffe dürfen nicht kollidieren, sonst bargen sie ineinander rein. Das wäre auch nicht gut. Da ist noch nichts fertig. Hier hat er nichts vorzubauen. Bräuchten wir eine neue Holzverarbeitung. Und vielleicht noch... Ach, ich baue jetzt nicht zu viel. Nicht, dass mir das Spiel jetzt zerlegt. So. Gibt es hier noch irgendwelche Soldaten? Die bauen weiter, sehr gut. Die haben jetzt reichlich Äxte, das heißt, meine Holzproduktion kommt hier jetzt etwas auf die Beine. Nächste Beförderung. Die Mine fördert nichts mehr. Super. Bauen wir da hinten eine zweite. Und noch ein Wohnhaus vielleicht, damit es hier ein bisschen schneller geht. Okay, ihr seid fertig. Dann erobert mal. Und wir erobern dann hier. Okay, und das ist erobert. Vielleicht ist da oben ja noch eins. Verziehen wir uns mal unser Land zurück. Okay, die haben es wohl geblickt. Müssen wir mal gucken, dass das hier funktioniert. Okay, die rennen jetzt dahin, sind gleich da. Dann greift ihr da oben irgendwas an. Ah, die sind schon da. Okay, zurück, zurück, zurück ins Land. Perfekt. Dann sollen die Ägypter in die Falle und hier zerhauen werden. Und ihr habt sicherlich hier auch einen Wachposten irgendwo. Nee, zurück, zu viele Soldaten. Okay, die Ägypter haben sich verdrückt. Die haben aber viele Truppen. Das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir zwei Türme eingenommen, aber kommen damit nicht wirklich weit. Vielleicht den Südturm hier, dann haben sie keine Steine, aber die werden den jetzt mit Soldaten vollklatschen. Wie ich die kenne. Okay, Farm unbesetzt, Gebäude erobert, Gebäude erobert und Gebäude unbesetzt. So, diese Verbindung kann ich aber auf 0 setzen. Okay, die halten ihre Truppen alle dort. Jetzt wäre ein Tempel eigentlich ganz cool. Habe ich aber leider nicht. Muss ich mir erstmal hinbasteln.
Der braucht noch 3 Steine. Die brauchen hier ein weiteres Lager für das ganze Goldzeug. Da werden sie von Bogenschützen zerhackt. Hier sind die Truppen zu sehr in der Nähe. Ich brauche einen Spion. Ich lade am besten mir hier die Truppen ein. Restliche Truppen von hier. Und diese nutzlosen Insel. Weil so nutzlos ist die gar nicht. Die produziert hier meines ganze Wein. Und mit dem Wein kann ich hier schon ein paar lustige Dinge hinterher anstellen. Wie jetzt die Ägypter massiv zu ärgern. So, ihr fährt mal dahin. Um zu gucken. Die bauen hier weiter. Gut wäre, wenn die Minen hier irgendwann mal fertig würden. Ich glaube, ich gebe denen einfach Priorität. Dann habe ich mehr Baumeister und geht das hier schneller. Okay, der baut dann einen Turm. Meine Chance. Und hier werde ich noch Schiffe brauchen. Und hier gibt es noch irgendwelche Steine. Fertige Kohleminen. Ich laufe mal die Grenze einfach ab. Wenn das Gebäude verloren geht, meine Güte, dann ist es halt so. So, hier soll Land einnehmen. Weiteren Steinbruch hinbauen. Ist hier irgendwas an der Grenze? Nein, ist nicht. Wo ist das Schiff? Hier hinten. Ah, das sieht interessant aus hier. Ein Berg. Okay, das würde sich lohnen anzugreifen. Ja, der hat sicherlich gemerkt, dass ich jetzt in sein Land unterwegs bin. Natürlich hat er das und er hat Haufen Truppen. Mit dem will ich mich lieber nicht anlegen. Ich glaube, ich kehre mal zurück. Jetzt nimmt das Gebäude und wieder zurück. Was hilft gegen so eine Maß an Soldaten? Eigentlich nur Tempel und Bekehrungen. Jetzt brauchen wir aber hier erstmal eine funktionierende Bauwirtschaft. Und das geht nur mit funktionierenden Minen und die haben wir hier noch nicht. Ja, und der hat seine Chance gewittert. Greift schon wieder direkt an. Ja, hoffentlich vertreiben wir die hier. Komm. Nein! Das ist knapp dran. Hilf den. Genau so sollte es nicht laufen. Okay, die werden draufgehen. Ich hab's verloren. Tja, dafür greife ich dir jetzt das da an.
Ah, ich hab's zurückerobert. Sack Ägypter. Und hier hau ich dir ein großes Wohnhaus weg, wenn's klappt. Und es hat geklappt. Haha. So, ihr bleibt alle hier. Auch wenn es verlockend ist, woanders hinzulaufen. Und ich brauche hier bald viele neue Truppen. Farmen sind im Betrieb, sehr gut. Haben sie jetzt diesen unglücklichen Werkzeugmacher wieder fertig? Ja. Noch mehr Schiffe für die Invasion. Und hier möglichst bald viele neue Truppen. So. Ah, der kriegt schon mal Eisen. Dann fehlt nur noch die Kohle. Und ich werde irgendwo wieder angegriffen. Zockt mit seinen Muskeln. Da wird wahrscheinlich ein fetter Turm gebaut. Kann ich endlich befördern? Ja. Die kriegen Fisch. Aus dem mache ich nochmal einen Burger und hier gibt es Fische zu fangen. Ah, da wird der nächste gebaut. Und leider. Wobei, leider komme ich da nicht so schnell hin. Doch, ich habe eine Fähre. Die schafft es aber nicht. Und er wird ihn besetzen bei den ganzen Truppen, die er hat. Ich habe ja seine Wirtschaft jetzt nicht nachhaltig schädigen können. Er hat da sein Waffenproduktionsgebiet. Das musste ich mal lahmlegen. Vielleicht mal so ein Teil irgendwo hinbauen. Hm. Die Truppen werden echt nicht schlecht. Bauen wir mal einfach alles hier voll mit diesem Zeug und gut ist. Drei Äxte brauchen wir gar nicht, den ganzen Kram. Wir haben ja hier schon alles. Toll, den kann ich nicht besetzen. Hier alles erkundet. Gibt es überhaupt noch irgendwas zu holen auf dieser Insel? Bisschen Stein. Das war's dann. Hm. Der baut sich aus und ich kann nichts dagegen tun. Nee, das mit der Fähre hat zu lange gedauert. Versuche ich nochmal den Turm vielleicht zu kriegen. Dann kann ich die anderen abreißen.
Müsste ruckzuck gehen bei dem Gold. Ja, hat geklappt. Einlagern. Ja, weg. Wäre mal ideal, wenn sich hier ein paar Ägypter bei mir im Land verlaufen würden. Dann könnte ich die problemlos killen, aber so wird das wohl nichts. Keine Steine. Da sind Steine. Ich reiß jetzt hier das einzige Gebäude ab. So, das sollte man besetzen. Das sollte möglichst nicht erobert werden. Irgendwie muss ich es doch schaffen, hier den Ägyptern mehr wirtschaftlichen Schaden anzutun. Ja, jetzt haben sie sich das Ding wieder geholt. Dringend Wohnhaus. Daher sollte ich mal die hier schicken, um hier eine Verbindung zu bauen. Das könnte nützlich sein und dann schnellstmöglich ein großes Wohnhaus hochzuziehen. Ansonsten wird diese Siedlung erhebliche Probleme bekommen. Weil die Verbindung brauche ich jetzt noch nicht. Ich baue jetzt ein Wohnhaus. Und 70%. Bevor rüberkommen und mir alle Dinger killt, benutze ich die jetzt hier, um daraus ein paar Soldaten zu machen. Und um mein großes Wohnhaus hochzuziehen. So. Ja, hier gibt es Eisen. Dann sollen sie mal das Eisen verarbeiten. Dann endlos Waffen liefern. So, dich stoppe ich erstmal. Irgendwie funktioniert hier die Nahrungsproduktion noch so gut wie gar nicht. Kohle. Naja, vielleicht funktioniert sie ja bald, wenn nicht jetzt, dann irgendwann. So, hier werden weiter Steine abgebaut. Wein produziert, der einzige Zweck dieser Insel. Warte mal, die haben ja viel Baumaterial, dann sollen sie hier einen großen Tempel bauen. Und nicht die da, weil die haben voll die labile Wirtschaft, die nichts taugt. Das dürfte dann eher hilfreich sein, um das Ägypterproblem zu lösen. Wenigstens auf kurze Sicht. Ich glaube, ich habe eine Überproduktion an Wein. Die
dringend korrigiert werden muss. Hier wird gebaut, Sägewerk, Holzfäller, Förster, noch ein Holzfäller. Alles weggeholzt hier. Mhm. Baut doch mal. Das sieht nicht gut aus. Wohl eine kleine Grenzrauferei. Hier fehlen eindeutig Baumeister. Eine große Menge. Und Kohleminen. Auch in großer Menge. So, die haben gleich hier das Ding wieder fertig. Dasselbe Spiel wie vorhin. Über eine Stunde vom Spiel ist rüber. Ich will damit heute noch fertig werden. Also die da. Nehmt das Gebäude ein. Zerkloppt die Ägypter. Baut einen wunderschönen Tempel auf. Ja, richtig so. Die bauen hier die Holzverarbeitung auf. Ah, was machen die denn da? Sollen sie schon mal. Wenn schon, denn schon. Zu viele Bogenschützen. Chance, dass das klappt, ist gleich null. Die hier unter massivem Beschuss sind. Ja, dann kommt schon die Verstärkung von nebenan. Um die Türme einzunehmen. Was denn sonst? Nein, die sind jetzt da in dieses blöde ägyptische Land reingelaufen. Hm, die auch, das ist nicht gut. Hier. Und ich hoffe, wir können das paar Minuten noch strecken. So, das Ding ist noch nicht fertig. Aber es geht voran. Und wir können schon wieder befördern. Jetzt haben wir tatsächlich zwei Sägewerke hier, auch wenn uns das nicht viel nützt. Hier praktisch nichts fertig wird. Dafür wird das Teil bald fertig. Muhaha. Dann kaufe ich mir ein paar Soldaten umsonst ein.
Weiß noch nicht, ob die Zeit jetzt dann reicht. Ich schaue alle 30 Sekunden auf das Teil, ob das fertig ist. Ich kann ja schon mal meine Fähre dahin schicken. Und wir werden hier mehr Nahrung brauchen. Ich sehe es schon kommen, hier wird echt nichts fertig. Naja, wir haben die Pioniere wenigstens jetzt zu Arbeitern umgewandelt, dann funktioniert der Warentransport etwas besser. Und haben die Anzahl der Planierer kontinuierlich gesteigert, oder Bauarbeiter. Okay, der Priester ist fertig, wir können zweimal bekehren. Das ist sehr praktisch. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo mein Schiff rumgammelt. Da. Das heißt, wir können vielleicht da oben den Turm einnehmen. Wenn hier so ein bisschen alles auf die Beine kommt. Die produzieren jetzt Schaufeln hoffentlich ein paar. Diese Rumplanierei ein bisschen zu beschleunigen. Und mein Schiff ist fast angekommen. Ah, das ist hier drauf. Mine ist leer. Passiert. Oh, seine Truppen werden immer stärker. Das ist gut. Leute werden hier Planierer, ja. Leute werden Planierer, also zu Planierern ausgebildet, um hier alles fertig zu bauen. Steinbrüche haben wir genug. Das heißt, demnächst müsste das Wohnhaus hier stehen. Okay, jetzt ist der Priester an Bord. Schicken wir ihn zu seiner Mission hierher. Guck, was es da Schönes gibt. Haut die Bäume hier raus. Gebaut wird hier nichts. Halb zwölf. Ach, ich muss mal mit diesem Spiel hier fertig werden. Die Fähre braucht nun so lange. Halbe Stunde, hoffentlich schaffe ich das noch. Sonst beschleunigen, aber dann werde ich wieder halb erobert. 3 Minuten. Mir fördert nichts. Schön. Wohnhaus wird fertig, bitte. Da ist eine Fähre, aber das ist die falsche. Da
Das ist die richtige, die hat es jetzt geschafft, hier angekrochen zu kommen. Nein, nicht dahin, nicht auf diese fucking kleine Insel. Ach, sonst sitzt du da bis Ende des Spiels fest. Hier gibt's Kohle. Und ich kann wahrscheinlich wieder befördern, ja. Okay, dann rüsten wir mal unsere Armee ein wenig auf. Mit Hilfe unseres Priesters. Sollen alle schon hierher kommen. Wach machen. Dann ziehen wir mal alle zurück. Dann haben wir unsere Armee ein wenig ausgebaut und können hier die Türme, glaube ich, dann auch besetzen, weil wir Bogenschützen haben. So, und gleich kommen wir mit ein paar vernünftigen Truppen hier angelaufen und nicht nur mit so einem Schrott. Und den ein wenig weiter zu ärgern. Haha! So, was macht das Wohnhaus? Das kann ich ein bisschen... Na, jetzt lassen die sich killen. Die auch, aber das ist egal. Der wächst mir zu gut, ich greife ihn jetzt einfach da an. Der macht zu viele Edelsteine. Ah, die sollen hier mal das Wohnhaus fertig bauen. Dann haben wir nämlich gleich eine kleine Armee. So, ein paar lasse ich da zur Abschreckung. Der Rest soll mal hier versuchen, irgendwie ein Militärgebäude zu kriegen. Das Teil hier. Weil mein Mutwert, der fällt, weil der so viele Edelsteine hier produziert. Der Gegner. So. Das habe ich bekommen. Jetzt nehme ich das da. Bevor ich hier von den Bögen zerlegt werde. Wohnhaus braucht noch 4. Und sich hier eine Pyramide, die wollen auch ins Tempelgeschäft einsteigen. Jetzt kommt seine Armee von überall. Dann sollte ich mich zurückziehen. Hierher. Ja, das hat gereicht, um ihn etwas zu ärgern. Wenn ein Haus fertig ist, dann können wir natürlich direkt das zweite in Auftrag geben. Okay, die sind jetzt hier alle safe. Und wir könnten mal anvisieren, uns mal mit diesem Landesteil dazu verbinden. Beförderung fertig. Wohnhaus so gut wie fertig. Immer noch nicht fertig. Jetzt Minuten später. Sollen sie das Ding hier anwerfen? Was macht die Bekehrung? Ah, fast möglich. Gehen wir mal dahin und versuchen gleich nochmal sowas. Der braucht Hämmer, das weiß ich. Müsste hier alles ein bisschen schneller laufen, weil wir jetzt hier ein paar neue Träger rekrutiert haben. Oh, noch so ein Schweinedick.
neue schöne Truppen und viel davon, aber erstmal sind jetzt überall Träger unterwegs. Die brauchen eine Sichel. Dieser hat keine Steine mehr. Hier haben der baute sich jetzt alles hin. Ganz nett, ganz toll. Da kommen jetzt unsere Truppen. Das müsste man irgendwie alles zerhauen. Na, jetzt mal langsam da hinten. Mehr Truppen. Sind die gleich so weit mit Bekehren? Da stelle ich Truppen hin, die neuen. Weiß ja nicht, ob die Waffenproduktion hier funktioniert. Mangels Kohle wahrscheinlich nur bedingt. Ich glaube, jetzt können wir gleich bekehren. Gehen wir schon mal hin. Ja. Dann versuchen wir mal unser Glück, indem wir so tun, ob wir sie angreifen würden. Bekehre ich mal die Runde. So, und zurück. Hoffentlich gehen sie mir jetzt hier nicht auf die Türme los. Ah, die bauen hier Türme bis zum geht nicht mehr. Das wird ja ätzend. Naja, dafür versuche ich ihr Land jetzt von hinten ein bisschen zu kaputt zu machen. So, ihr könnt mal gerne hier alle hinrennen, ist überhaupt kein Problem. Ach, übertrieben gar nicht. Egal, weiter, nächster Turm. Zwei Waffenschmieden, das schafft neue Truppen. Währenddessen tun wir mal ein bisschen das Hinterland kaputt machen. Oh, es kommen noch ein paar mehr von denen. Die trauen sich aber nicht. Also hierhin. Ja, jetzt besetzt er seine blöden Türme, baut sich hier richtig zu. Egal, die knacken wir. Jetzt genug Truppen für. Werden wir jetzt mit hier ein bisschen aufgeräumt? Jawohl. Nächster Turm. So, hier seine blöden Türme einnehmen. Haben die gemacht. Sehr gut. Zu bauen ist zwecklos. Jetzt muss ich seine Edelsteinlager nur irgendwie kaputt machen. Alle hier rein. Wieder eine kleine Truppe ausgebildet. Okay, dann diesen Turm.
Medien zu kriegen. Und die sollen den da kaputt machen. Überall Türme. Der hat sich richtig übel zugebaut. So, dann nehmen wir unsere Geologen. Gucken, was der Berg hier nochmal hergibt. Dann klatschen wir alles mit Waffenschmieden zu. Da. Den kleinen Turm haben wir schon mal. Und hier oben ist noch ein bisschen was. Und das ist ja noch nicht der letzte Gegner, also einen muss ich ja hier noch loswerden. So, weg mit den Türmen. Kommen doch noch ein paar Truppen. Boah, der hat sich echt übelst zugebaut. Bisschen Bahn herzaubern. Vielleicht Gold erhöht auch Moral. Mana verschwenden. So, Wohnhaus fast fertig. Neue Truppen sind auch da. Die packe ich am besten auf die Schiffe. Und fange mal schon den Gegner oben zu killen. Warte mal, wo ist das andere Schiff noch hin? Ich glaube da hinten. Na dann. Hierher. Jetzt versuchen sie sich an den Türmen. Hab nur noch Bogenschützen. Seine Kaserne und Waffenschmiede. Dieses Metallgeklimper geht einem teilweise echt auf die Nerven. Naja, der braucht eine Axt. Gebäude erobert. Vielleicht einen doofen Turm erobert, vielleicht. Komm, kill den. Bogenschützen. Danke. Jetzt haben wir ein paar Werkzeuge bekommen. Da, der nächste. So, eigentlich kann man jeden zweiten Turm abreißen. Braucht man nicht. Den da auch nicht. Sollen sie mal hier versuchen, die Restsoldaten hier dieses Ding zu kriegen. Land ist erfolgreich geteilt. Jetzt kommen wir zu der Seeoffensive. So, mehr Erzbergwerke. Und die können vielleicht noch eine Fähre basteln. Okay, hier ist alles erobert. Bleibt noch dieser Anarchie-Turm hier in der Mitte. Der hat's geschafft, der hat's überlebt. So, dann gucken wir mal, was der da hat. Wahrscheinlich voll die OP-Soldaten überall. Mein lammaschiges Schiff hat es ja fast um die Insel geschafft.
Die sind wahrscheinlich nur Bogenschützen. Tatsächlich. Ob die es wohl schaffen mit den einen Soldaten? Nein, natürlich nicht. Also brauchen sie etwas Verstärkung. Ja, das sieht doch schon mal nett aus hier, mit den gelben. Aber unser Interesse ist dem blauen. Hoffentlich war der zu doof und hat sich einfach nur zugebaut. Es ist ein Sumpf, also muss ich von hier angreifen. So, kill den Ägypter. So, jetzt habe ich sogar eine Verbindung. Wow. Ich kann sich ganz schön Sachen hier wegholen. Und hier gibt es drei Türme noch zu erobern. So. Raus. Dann sehen wir, was es da für unmögliche Truppen gibt. Wo ist der andere hin? Hey! Wo falsch hingefahren? Hier ein Turm, den nächsten bitte. Gucken wir mal, was hier passiert. Turm erobert. Dann nehmen wir uns den nächsten. Ich glaube, die sind Steine ausgegangen. Okay, Schiff vollpacken. Komm. Mir den Gefallen und steigt auf dieses Schiff. So, der ist auch. Jetzt haben sie ihren Wohnhaus verloren. Jetzt sind sie ganz böse auf ihren Herrscher. Nachschub hierher, dahin. Und hier noch mehr. Okay. Oh, hat er noch viele Gebäude hier. Der hat sich echt ausgebreitet. So. So sieht Industrie aus. Nächstes Gebäude. Nächste Soldatenlieferung. Fähre ist fertig hierher. Wo war der Hammer? Die Ägypter sind, glaube ich, jetzt Geschichte. Entladen. Hinschicken. Angreifen. So. Ägypter sind Geschichte. Mine ist tot. Gebäude bekommen. Ich guck mal, wie es bei denen vorangeht. Okay, das eine Gebäude noch. Hier sind noch Gebäude. Mit denen fahre ich mal hier rein. Da ist der bösartige Gelbe mit OP-Soldaten. Ich glaube, von diesen Rumgeklimper werde ich heute Nacht träumen. Hey! Oh, scheiße. Falsche Insel, sorry. Ich glaube, die Gelben verstehen keinen Spaß. Ne, die haben die alle gekillt. Die verstehen keinen Spaß. Das ist natürlich blöd. Ich muss gleich die nächste Lieferung vorbeibringen. Hier ist noch ein bisschen blauer Widerstand.
zwei Schiffe mit Soldaten hoffentlich. Falls dieser Minitrupp es nicht schafft, den Gegner komplett auszulöschen. Weiter geht's. Der da dahin. Dahin? Dahin? Ich glaube, der hängt fest. Wie viele Türme hat er noch? Wow, der hat schon Gold und Edelsteine und alles. Okay, da hoffentlich noch kein Turm an der Ecke. Dann bleibt noch dieser Turm. Neue Truppen sind angekommen. Entladen, entladen, entladen und zurückschicken. Und hier alles klein machen. Prozent. So, gewonnen. Ende, vorbei. 1,5 Stunden, das reicht aus. Da, alles gehört mir, bis auf den Gelben. Der hat alle lieb, der macht mir nichts. Der hat noch einen Spion. Also genug, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch noch andere. Falls nicht, dann halt nicht, dann ist es halt so und bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder Siedler spiele. 1, 2 oder 3 werdet ihr dann sehen.